Hey, krassen Dudes und willkommen zu einer weiteren Folge WRC10 in Private Team Modus. Leute, es geht in die große Zwischenfolge rein mit, ich weiß nicht, ob wir das Auto fahren werden, aber mit einem neuen Außendesign. Hey, wir haben Rot, Lila und ein komisches Grün. Die Frage ist nur, kommt auch heute was davon dran? Wo sind wir denn? Wir sind mittlerweile schon hier unten. Was haben wir denn? Ich würde doch schon erstmal die Wartung reinhauen. Und dann, komm mal, ich will keine Rallye haben. Ich will noch ein bisschen Spielspaß. Kroatien. Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal. Deshalb würde ich sagen, ein bisschen Training. Oder irgendwas Cooles. Sponsor-Testlauf. Das ist eigentlich auch ganz geil. Machen wir das. In Finnland. Na klar. Und, um unseren Wettermann ein bisschen zu schonen und unsere Mechaniker, rein mit den Finanzmenschen, raus mit dem Physio. Da können wir einen Sponsorship-Manager reinhauen. Meteorologe kann auch raus für den anderen Physio. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Naja, was haben wir denn hier? PR-Manager 107, 108. PR-Manager 107, 108. PR-Manager, hallo, guten Tag. Alright. Dann wechseln wir den hier mit dem hier. Dann wird der hier entlassen. Hochfeierlich. Mit 32 Salutschüssen. Und dann rein mit denen da. Cool. Ja, dann rein. Obwohl, nee, haben wir noch einen Fähigkeitenpunkt? Ja, stimmt, wir wollten ja bis zu 5 uns die Kacke aufsparen. Wartung. Rein mit dem Aal. Nee, wie gesagt, das nächste, was wir dann upgraden werden in der F&E-Abteilung, ist dann hier irgend so ein 5-facher Balken, wo wir dann für was waren das, 100 oder 95% genauer Meteorologen-Vorhersagen dann gehen können. Kostet aber, wie gesagt, dann 5 Punkte. Oder irgendwas anderes, was 5 Punkte kostet. Auf jeden Fall, 5 Punkte ist der nächste Schritt. Rein. 3, 2, 1, los geht's! Yep. Zu schnell. Ist das die Mülltonnen-Stage? Ja. Hier rechts Mülltonne, jawohl. Oh, ein bisschen zu schnell. Yes. Okay, erstmal Strecke lernen. Eine Stelle kenne ich noch. Die war relativ easy zu fahren. War das schon die hier? Nee. Jetzt kommt die Stelle, die ich meine. Eigentlich eine krasse Kurve, aber die kann man hier so verrückt cutten. Also nicht cutten, aber die ist schneller als gedacht. Und hier ist einfach nur Vollgas. Hier war es links oder rechts halten? Links halten. Das gibt keine harte Landung. Wir sind schon seit 10 Minuten gelandet. Oh fuck, die Kurve habe ich beim ersten Mal auch unterschätzt. Power. Autsch. Ich bin okay. Und du? Das interessiert mich nicht. Wer keine Rallye-Noten vorliest, der. Da ist auch die Gesundheit egal. Wow. Okay, das war nicht so optimal, aber keine Sorge. Das machen wir nochmal. 3, 2, 1, los geht's. Los geht's. So, dann letztes Mal nochmal die Mülltonne grüßen. Hallo Mülltonne, da war sie gerade. Oh, bisschen zu früh für die Kurve. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn.
Das hat ein bisschen sehr viel Zeit gekostet. Ah, ich hätte nicht nochmal lupfen sollen. Bei der Bremsphase. Oh Gott, wo geht's lang, wo geht's lang, wo geht's lang? Oh, haben wir's? 100? 99, 99, 100? 100, yes! Das war ja super scheiße knapp. Cool, XP gab's diesmal richtig viel. Okay, cool. X. Dann zurück in Saku und rein in... Was war das denn nochmal? Sponsoranlauf? Ich glaube, das war irgendwie so ein Sponsorgedöns. Wenn der Bums hier nochmal laden würde. Yes, tut er. Und rein. Yes. 21 Kilometer in... Ah, Finnland. Ich erinnere mich wieder. Steht das hier? Nee. Aber es war Finnland. Ist das dieselbe Stage, wie wir damals in Finnland gefahren sind? Wenn ja, dann gibt es gleich wieder gute Sprünge im sechsten Gang. 5, 4, 3, 2, 1... Kreuz? Doch, Kreuz! Rechts 6, über Bodenwelle, mittig halten, 250. Autsch! Achtung, scharf bremsen für scharfe Haarnadel rechts, umballen, 200. Links 6, sehr lang, 100. Sprung links halten, 150. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ich glaube, das ist der ultimative Vollgas-Part. Achtung, scharf bremsen, Sprung, links halten, 150. Achtung, links 6, über Sprung, links halten, 100. Sprung, links halten, in links 6, über Kuppe, 150. Immer noch Vollgas, by the way. Sprung, rechts halten, 80. Rechts 6, lang, über Sprung, mittig halten, 80. Links voll, 150. Links okay, 5, Kuppe, fünfter Gang. Da hatte ich ein bisschen Angst. Rechts voll, über Sprung, innen halten, 80. Links voll, über Sprung, links Stein, 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 Stein. Jo! Wo bin ich? Fühlst du dich zittrig? Ich fühle mich nicht zittrig. Achtung, rechts 4, macht zu, Mittel, Verengung, 80. Achtung, bremsen, links 2, leicht schneiden, 70. Scharf links, macht auf, ballen innen, 50. Scharf rechts, macht zu, 50. Scharf rechts, Verengung, 70. Links 3, scharf schneiden, macht auf, 150. Sprung, 50. Bodenwellen, 80. Rechts 5, lang, über Sprung, Achtung, innen halten. Kuppe in links 6, über Bodenwelle, links halten, 50. Nicht so gut. War ein dummer Unfall dabei. Oh, wow. Warum? I don't know. By the way, ich musste gerade die letzte Stage nochmal fahren, weil ich hatte wieder diesen verrückten Bug mit... Auf einmal in der Mitte der Stage hört der Co-Driver auf zu reden und ich hatte oben nur diese Einblendungen. Und ab 20%, also nach erfolgreichen, also genauso schlecht guten, halb erfolgreichen abschließenden Etappe, ist der Ladebalken auf Weg zum HQ bei 20% einfach abgekattet worden. Jetzt muss ich mich natürlich zurück erinnern, was ich gesagt habe, aber das weiß ich nicht. Obwohl doch, ich habe über die neuen Rallye-Autos gesprochen, dass sie eigentlich ganz geil sind. Oh, es geht in Belgien rein. Nett. Und zwar, wie gesagt, ich freue mich auf das nächste WRC-Spiel, denn WRC 11 ist das. Die gehe ich mal, also nach 10 kommt 11, wäre frech, wenn nicht.
Nee, weil das Gute ist, oder das Geile ist an den neuen WRC-Autos ist, die haben wieder sequentielle Schaltgetriebe. Also keine Pedals, sondern hier der schön sequentielle Rumrödler. Das heißt, den Stick sich ranziehen für Hochschalten und runterwämsen für Runterschalten. Gab auch echt coole Inboard-Aufnahmen, wo die halt wirklich beim Runterschalten, da wirklich drauf gehämmert haben. So, bap, 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 bap. Das ist ja wirklich, also als Rallye-Fahrer brauchst du auch so einen gewissen Grundhass beim Runterschalten. Also das sah schon sehr krass aus. Nun, oh wow, wir haben by the way hier was geschafft. Ist das nicht was? So, und sonst 35 Minuten Reparatur. Es könnte knifflig werden. Und eine Rallye noch nur mit harten Reifen. Ja, geil. Dann würde ich mal sagen, wir stellen nochmal alles schnell ein für die nächste Rallye, um dann halt wirklich schnell rein zu gehen. Bedenkenfrei rein. Finanzberater kann raus, dafür kann der Mechaniker rein. Na klar. Physio kann raus, dafür kann der Ingenieur rein. PR-Manager brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Raus mit dir. Aber dann haben wir eigentlich wieder alles. Alles, was wir brauchen. Na klar. Ja, geil, da würde ich mal sagen, Leute. Den Spruch mit der Tür, den hatte ich letzte Folge schon, deshalb. Hey. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Pussy-Wertung da und ich bin raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.